Würden wir die Nachricht erhalten, dass eine Arterie in unserem Herzen verstopft ist, würden wir jeden Cent unseres Vermögens ausgeben, jeden einzelnen Tag und jede Sekunde opfern, um Heilung zu bekommen. Weil wir wissen, dass das Leben ohne intaktem Herz nicht möglich ist. Ibrahim a.s. hat uns beigebracht, dass die wahre Bedeutung eines sterbenden Herzens nicht ist, wenn es aufhört zu schlagen, nicht, wenn die Arterien mit Cholesterin verstopft sind. Die wahre Bedeutung eines sterbenden Herzens ist, wenn unser Herz wegen des verloren gegangenen Imans stirbt. Wenn wir das Interesse am Islam verlieren, das bedeutet, dass unser Herz stirbt. Ibrahim a.s. hat uns gelehrt, dass am jüngsten Tag Allah subhanahu wa ta'ala nichts anderes akzeptieren wird, nichts anderes als ein gesundes Herz. Das ist furchteinflößend, meine lieben Geschwister. In gleicher Weise hat Allah subhanahu wa ta'ala dir das Herz geliehen. In einem reinen und makellosen Zustand, gesund und salim. Von dir und von mir wird erwartet, dass wir es Allah subhanahu wa ta'ala in demselben reinen und makellosen Zustand zurückgeben. Andernfalls wird Allah subhanahu wa ta'ala es nicht akzeptieren. Was ist nun ein gesundes Herz? Nur jenes Herz, das Allah subhanahu wa ta'ala akzeptieren wird. Lass uns mal die Definition betrachten, die uns unsere Vorgänger gaben. Mujahid sagte, dass das reine Herz jenes Herz ist, das keinerlei Zweifel in Allah hat. Qatada sagte, das reine Herz ist jenes Herz, das keinerlei Zweifel hat. Es besitzt reinen Tauhid, reinen Islam. Abu Haqqa sagte, das reine Herz ist jenes aufrichtige Herz, ein Herz, das nicht angeben möchte. Es ist nur für Allah. Er sagte, es ist ein aufrichtiges Herz. Abu Uthman sagte, es ist jenes Herz, das keinerlei Neuerungen hat. Es hat seinen Frieden im Befolgen der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gefunden. Allahu Akbar. Ibn al-Qayyim sagte, das Herz eines Muslim kann nicht gesund sein, bis es von 5 Krankheiten bereinigt wird. Welche 5 Krankheiten sind diese, meine lieben Geschwister? Damit wir mit dem Reinigungsprozess beginnen, bevor wir Allah gegenübertreten. Denn nur das gesunde Herz wird akzeptiert werden. Welche 5 Krankheiten sind es, die unser Herz befallen können? Er sagte, das gesunde Herz ist nur dann gesund, wenn es sich von 5 verschiedenen Dingen gereinigt hat. Erstens, bis es frei vom Unglauben in den Tauhid Allahs wird. Zweitens, bis es frei von Neuerungen wird, die der Sunna widersprechen. Drittens, bis es frei von verbotenen Versuchungen wird, die den Befehlen widersprechen. Viertens, bis es frei von Schlaf und Unachtsamkeit wird, was der Erinnerung und Wachsamkeit widerspricht. Und fünftens, bis es frei von Verlangen wird, die der Aufrichtigkeit widersprechen. Wenn es uns schwerfällt, diese Dinge im Auge zu behalten, dann lasst uns nur diesen einen Satz niemals vergessen. Es ist ein Resümee darüber, was ein gesundes Herz ist. Das gesunde Herz ist ein Herz, das gänzlich für Allah ist. Das ist Al-Qalb ul-Salim. Das ist ein Herz, das keinen Platz übrig hat für Unglauben, Kufr und Schirk. Es hat keinen Platz für Neuerungen. Es ist ein Herz, das von den zweifelhaften Argumenten der Kritiker keineswegs beeinflusst wird und auch nicht von den Scheinheiligkeiten der Heuchler. Es ist ein Herz, das sich durch die verschiedenen Mythologien, Ideologien und Philosophien nicht beeinflussen lässt. Die Ismen des Westens haben keinerlei Einfluss darauf. Es ist ein gutes Herz. Es ist ein Herz, das keinerlei Interesse an der Aufmerksamkeit einzelner Individuen hat. Es will nur die Aufmerksamkeit Allahs. Es ist gesund. Es ist ein Herz, das mir niemals erlaubt, mit einem anderen Muslim zu streiten, ihn oder sie mehr als 3 Tage zu meiden. Das Herz ist salim, es ist gesund. Ein Herz, das frei ist von Hass und Boshaftigkeit, Ärger und Neid. Wenn es sieht, dass einer anderen Person Gutes widerfährt, sagt es Alhamdulillah. Ja Rabbi, gib ihr noch mehr Gutes. Und wenn es Böses sieht, das eine Person befällt, macht es Dua für die Person. Ja Rabbi, hilf ihr. Dieses Herz ist salim, es ist so rein. Und das Verblüffende ist, der Koran in seiner Gesamtheit zielt darauf ab. Die Thematik des gesunden Herzens wurde 2-mal genannt. Und bei der ersten Erwähnung wird auf Ibrahim a.s. verwiesen. Und bei der zweiten Erwähnung wird wieder auf ihn verwiesen. In Sura Ash-Shu'ara. Und stürze mich nicht in Schande am Tag, da sie auferweckt werden. An dem Tag, da weder Besitz noch Söhne jemanden nützen. Außer wer zu Allah mit heilem Herzen kommt. Und in Suratul Safat. Seht euch an, was Ibrahim a.s. sagt und was Allah subhanahu wa ta'ala sagt. Zu seiner Gemeinde gehörte Fürwahr Ibrahim. Als er zu seinem Herrn mit heilem Herzen kam, im Vers in Sura Ash-Shu'ara sagte Ibrahim, nur das wird am jüngsten Tag helfen, ein gesundes Herz. Und in Sura As-Saffat sagte Allah subhanahu wa ta'ala, Ibrahim kam zu mir mit gesundem Herzen. Darum, meine lieben Geschwister, erlaubt eurem Herzen nicht, ein Haus voller Schlangen zu werden, bewohnt von Boshaftigkeit gegenüber dieser und jener Person und voller Rachegefühle. Erlaubt eurem Herzen nicht, ein Heim für wilde Kreaturen zu werden.
Entzündet kein Feuer in eurem Herzen, das euch verbrennen und vernichten wird. Denn ihr werdet in diesem Feuer selbst verbrennen. Ihr werdet den größten Schaden davontragen. Meine lieben Geschwister, jede Nacht, bevor ihr einschläft, denkt an eure Beziehung zu Allah subhanahu wa ta'ala und an eure Beziehung zu den Menschen. Denkt an die Sünden, die ihr begangen habt. Denkt an die Momente des Schirk, die vielleicht in eurem Tauhid eingedrungen sind. Dinge, denen ihr während des Tages nachgejagt seid, denkt darüber nach und bittet Allah subhanahu wa ta'ala um Vergebung. Dann richtet eure Aufmerksamkeit auf die Menschen und denkt an jene, die ihr verärgert habt oder an jene, die euch verärgert haben und fangt an, ihnen zu verzeihen, einem nach dem anderen, in der Hoffnung, dass euch Allah subhanahu wa ta'ala mit einem gesunden Herzen segnen wird, einem Herzen, das salim ist.